Schön, dass ihr wieder hier mit dabei seid beim Minecraft. Wir sehen, der Charakter, es läuft. Unten haben wir ja den Spawner wieder auf Standard zurückgesetzt. Damit da halt einfach weniger spawnt. Enderburn kriegen wir ja trotzdem dazu. Ohne Ende. Bisschen was. So schlimm ist nicht. Aber okay. Und jetzt gehen wir ins Ende. Wir gehen jetzt nicht den Enderdrachen besiegen, also keine Sorge. Wir werden jetzt mal hier einen Punkt setzen. Mit New Portal. Damit wir wissen, wo wir rauskommen. Dann sitzen wir hier, versuchen irgendwo rauszubuddeln. So. Wenn wir hier hochkommen, wo wir rauskommen. Perfekt. Und hier sehen wir schon, natürlich gibt es einen Enderdrachen, der interessiert uns aber jetzt nicht. Wir werden jetzt mal ein paar andere Sachen holen. Enderlilies zum Beispiel. Die holen wir uns ein paar oder einige. Was sind das? Ein Ender Glowstone oder Ender Crystal oder sowas. Wir brauchen ein paar Bienen. Ich werde angegriffen von den Bienen natürlich. So, auch egal. Ja, komm, 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 schneller. Ich sterbe, bevor ich die abbaue oder was? Aber dann gibt es auch was Ibisaures. Oder Enderdrache erwischt mich. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da fressen wir mal schnell was. Warum mich der Enderdrache erwischt? Ja, natürlich. Dachte ich mir schon. Dummes Typ, du. So, die Endermänner haben mich schon auf mir abgesehen. Wie ich merke. Ja, hier haben wir jetzt komischerweise normale Erde. Das heißt, irgendwas ist da falsch gelaufen. Bei meinen Config-Dateien. Was ist das? Noch nie gesehen. Biomessenz. Was ist das zum Geier? Weiß auch kein Mensch. Ja, wie gesagt, hier haben wir jetzt jede Menge Erze. Was wir hier relativ wenig haben, was ich sehe, ist Draconic Evolution. Also das sollte es normalerweise ja ziemlich viel davon geben. Das war hier nicht der Fall. Und wird ein bisschen Problem werden. Es gibt ja wohl diese Midor-Storms da. Keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennt. Dort sollte es wohl mehr geben. Das ist halt auch doof. Ja, diese Dinger da. Da. Auf denen sollte es wimmeln von Draconic Evolution. Ohr. Was ich aber jetzt nicht gut finde. Der Drache ist hier. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Fressen wir nochmal was. Bis der jetzt auffällt und dann holen wir uns noch eine Enderbiene. Und die ist gleich so. Ah, wahrscheinlich bin ich geflogen bei anderen. Deswegen hat es lange gedauert. Ich hoffe, dass da genug Draconic Evolution Sachen drin sind. Ich werde jetzt extra nichts abbauen. Ja, doch, hier ist genug drin. Und wir brauchen ja 100 Blöcke, damit wir eine Dimension damit bauen können. Aber ich glaube, das schaut gut aus. Hier ist relativ viel drin. Dann haben wir noch hier oben einen zweiten. Ja, da ist auch genug drin. Ich glaube, in dieser Kugel ist auch irgendwas drin, oder? Kann das sein? Nein. Sieht wahrscheinlich nur so aus. Vermutlich, ja. Aber ich finde es witzig, dass hier relativ normale Rohstoffe drin spawnen. Sollte ja normal nicht sein. Sollte normal nicht spawnen. Was man mit den Scheiß machen kann, weiß auch nicht. Au. Das ist ja diese Schad hier. Die kann man wieder zur Lampe machen oder zu irgendeinem Dreck. Der Mensch braucht wahrscheinlich. Durch irgendein Erz generieren. Blaue Lampen? Ne, danke. War ja auch nicht. So, Enderbienen kann ich ja rein theoretisch schon verwenden. Aber was hier? Es ist echt kein Draconic Evolution Erz hier. Könnt ihr ja mal testen mit 11 Uhr. Wir müssten ja rein theoretisch nur 1000 Meter in eine Richtung fliegen, um auf diese zusätzliche Insel zu kommen. Das sollte ja normal funktionieren. Wir mal 1000 Meter hinfliegen. Auch wenn man es jetzt nichts sieht auf der Karte, irgendwann kommen dann Inseln. Und da sollte vielleicht Draconic Evolution spawnen. Ich muss jetzt noch ein bisschen aufpassen, dass ich ja nicht an Höhe verliere, weil vielleicht zu Hause.
Nacht wird, weil sobald Nacht wird, habe ich ein Problem. Mal so ein bisschen Minusschein auf der Karte. Sehen wir, der Ender-3 hat uns verfolgt. So wie ich es gerade gesehen habe. So, wir sind jetzt 800 Meter und hier fängt schon an zu spawnen. Perfekt, also das hat wunderbar geklappt. Hier kriegen wir auch die zusätzlichen Dinger, die wir noch brauchen. Stimmt, das brauchen wir auch noch. Gut, dass ich hier eigentlich hingeflogen bin. Auf die habe ich schon ganz vergessen. Blub. Au, wird gleich angegriffen. Die fertigen ausgereiften brauchen wir auch. Ich glaube, davon brauchen wir gar nicht viel. Das extra Utilities-Zeugs. Doch, kein Mensch, was das ist. Doch, da kommt man das komische Ding daran. Da bauen wir den mal ab. Ja, auch nicht so schlimm. Da, da. Was ich natürlich noch bräuchte, wäre diese Lightning Rods da. Wenn man da diesen komischen Gebäude finden kann. Wir müssen dazu ein Gebäude finden. Also für die Enderquelle braucht man die. Was wir hier auf alle Fälle haben, ist genug Ender Lily Seeds. Aber kein Draconic Evolution Erz. Das ist ein bisschen. Oh. Haben wir da echt mehr auf. Das heißt, es wird nichts anderes bringen, als wir eine Dimension bauen. Mit DF-Tools, wo wir Draconic Evolution Erz dann generieren lassen können. Was war das? Habt ihr das auch gehört gerade? Irgend so ein komischer Sound. Art Geschoss oder sowas? Was hier Kohle ist. Fucking shit, ey. Kohle braucht kein Mensch. Vor allem, weil jeder eine Menge Enderbienen. Das heißt, rein durch bräuchte man uns keine Sorgen mehr machen. Das braucht auch kein Mensch. Gut, aber so viel braucht auch keiner. Was wir natürlich bräuchten, wäre eine Festung. Um diese Rotz zu bekommen. Rotz. Voll der Rotz. Compressed Enderman, das wäre auch geil. Den zu töten, dann kommen wieder 10 Enderman. Ja, mal eine Festung. Yeah. Wunderbar. Dann kriegen wir das auch noch in der Folge hin. Diese Dinger, da brauchen wir. Der Enderquarry. Wollt ihr eine Enderquelle wirklich bauen? Das weiß ich noch gar nicht. Aber wir brauchen sie mal. Da gibt es ja irgendwie so eine Hydra drin. Diesen Türmen. Mal gucken. Haben wir hier so drin? Ah, jemand. Am Breaking. Breaking Sharpness. Ist alles so Zeugs. Enderbienen, ja, okay. Ambrosia ist vielleicht mal interessant. Diamantschwert mit einem Breaking, okay, es ist Nacht geworden, wie man sieht, oder? Nö. Ambrosia ist nicht so verkehrt, um man zum Fressen verwenden. So, hier gibt es eigentlich, glaube ich, nichts mehr zu holen da drin. Sag diese Rot da. Der Dinger da nerven eh nur. Er hat mich erwischt. Schwinde. Eine Enderkiste. State Force wählen, das. Ja, es passt schon, verschwindet. Lasst mich in Frieden. Scheiß Digga da. Die nerven ein bisschen. Also einen die ganze Zeit irgendwie rumschubsen da. So, geh mal raus hier mal. Lasst mich raus. Ich bin raus hier. Seid noch immer in diesem scheiß Ding dran da. Verschwinde endlich. Lasst mich in Frieden. Runter hier. Endlich raus. Gut, von dieser Leitung haben wir 6. Aber wir brauchen eh nur für den Generator oder für die Query brauchen wir. Können wir aber jetzt mittlerweile herstellen, weil wir das haben. Die Dinger. Diese finden wir dann natürlich nur im End. Wir noch ein paar abbauen. Eigentlich brauchen wir nur hier unten abbauen. Kriegen wir da einige wieder. Blub. So. Die Dinger können wir, glaube ich, auch herstellen, ja. Ich weiß gar nicht, für was wir die Dinger brauchen. Naja, nur für den Scheiß. Und wir. Das ist nix, okay. Also nichts, was wir jetzt brauchen. Hier gibt es immer Sachen, für was man das braucht. Gut, dann schauen wir mal, wo müssen wir wieder hin, dass wir nach Hause kommen? Dahin. Dann fliegen wir mal dort wieder hin, die 1000 Meter. Damit wir
dann nach Hause kommen. Es ist gleich 18 Uhr, das heißt, es wird auch gleich Nacht, was bedeutet, wir sind gleich mit den Fliegen weg. Und dann haben wir ein kleines Problem, weil dann müssen wir wirklich fliegen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir noch schnell so weit wie möglich kommen, bevor wir an Y verlieren. Komm, gib Gummi, Junge. Komm, 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 komm. Bevor es Nacht wird, bitte. Ich sehe schon was, den Sturm sehe ich schon. Vielleicht hier so ein bisschen mitrendern, damit wir ihn dann auf der Karte sehen. Ich glaube, da ist neu gerendert. Oh, jetzt wird gleich Nacht, das ist gleich Nacht, oder? Interessant. Sieht noch nicht von ihm gefahren. Jetzt fahren wir runter. Gut. Jetzt sind wir rüber zu unserem Loch, wo wir rausgekommen sind. Das nehmen wir auch noch mit. Da rein. Und nach Hause. Jetzt sind wir in End gewesen, ohne den Enddrachen zu besiegen. Interessant, oder? Auch mal was Neues. Wir gehen mal Bienen, gehen schlafen. Dann tun wir mal die Bienen hier rein, die wir gefunden haben, die wir nicht in der Mäßigkeit brauchen. Weil die Enderbiene können wir dann hier reinklatschen. So. Das brauchen wir ja hier zu. Ja, wobei, das können wir rausnehmen. Wir haben ja eh nicht vollendet mitgenommen. Nein. Die Ambrosia können wir hier reinklatschen. Enderlilies brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, dass wir mal irgendwo eine Farm bauen. So, das brauche ich nicht mehr, das nicht. Das nicht. Gut, da. So. Wie heißt das jetzt? Ich bin jetzt Gendistry. Da gibt es ja so ein Upgrade für die Hölle. Da. Hell Emulator. Das ist eigentlich gar nicht so teuer. Ja? Bronze-Zahnräder. Da ist er. Schauen wir mal, ob wir die anderen kriegen. Okay, es fehlt dann Bronze. Wie kriegen wir Bronze? Kriegen wir Bronze automatisiert? Bronze haben wir automatisiert, das heißt, wir haben da gar kein Problem. Dauert natürlich ein bisschen, bis er das gekraftet hat. Hoffe ich halt, dass das kraftet. Ja. Eins, zwei, drei. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir dafür. Und Advanced. Dann ein normales Upgrade. Den komischen Ding da oben. Und dann fehlt noch. Nein, das würde ich jetzt nicht. Wollt ihr das Zahnrad noch haben? Zweimal. Und ich glaube, das war's, oder? Hell-Emulator, zack. So, und jetzt können wir rein theoretisch die Biene, die Enderbiene. Nachteil ist, die hat einen schlimmen Effekt. Mit rein theoretisch hier irgendwo automatisieren lassen. Wir haben alles Folge. Ja, mal kommen. Die kommen brauchen wir aber nicht mehr. Komm raus mit der kommen die Ender rein. Wird er uns gleich sagen, dass er es nicht machen kann, weil. No flowers. So. Too dry. No flowers. Too hot. Was zu heiß. Überraschend. No flowers. Was braucht die für eine Flower? Endstone? Dann das kann ich nicht bauen. Endstone Brick. Endstone. Genau, Endstone. Interessant. Was braucht die wirklich? Flower Typ End. Was ist End für ein Flower Typ? No Flower. Dann machen wir mal anders. Wir haben ja da so interessante Sachen. Und zwar so Serum. Da können wir ja hier sagen: Flowers, Flowers. Und Territorium das. Über die zwei dann zusammenpacken in so ein Tablet rein. Weiß gar nicht, ob wir die wieder auseinanderkriegen. Das ist halt fraglich. Ist auch egal. Wir wohl immer wieder kriegen. Zack und zack können wir die reinpacken. Haben zwei Chromosomen drin. Und können der Biene das dann sozusagen spritzen, indem wir die Biene hier reinwerfen, das hier reinwerfen und ein paar Gendinger. Dann kriegt die Biene sozusagen das Gen gespritzt. Und mit alles Gute raus können wir sie nochmal durchscannen.
Zack. Braucht jetzt nur noch normale Flower und kann in ganz normalen Dings. Effekt hat sie noch end, das hätte man scheiße machen können. Machen wir das. Wie viele Dings gibt die jetzt dazu? Das können wir auch mal gucken. Eine, okay, das heißt, da können wir auch ändern. Das heißt, wir machen mal. Effekt kriegt sie keinen. Never Sleep können wir auch geben. Und das geben wir auch. Das war ja eigentlich mein Plan, da alles zusammen klatschen. So, und das letzte, die letzten zwei waren Flower Slow und Cave da. Aber auch. Klatschen wir es auch mit drauf, ist doch egal. So, zack. Die sieben Chromosome, zack, nochmal durchjagen. Das ist das Schöne, man kann halt der Biene wirklich komplett ändern. Ist vielleicht ein bisschen cheaty und einfach und wirklich ganz einfach. Aber sonst wirst du mit Biene auch nicht. So, wie gesagt, wir haben jetzt Longer, produziert low, Population ist slow. Ich brauche Bienen, gibt uns zwei Bienen raus jetzt und hat keinen Effekt mehr. Weil das ist jetzt einfach die Enderbiene ist jetzt perfekt gebaut, dass sie Cold plus 1 ab. Produziert dieses Mystical Dingsbums. Das müssen wir halt noch gucken. Klima Cold. Aber rein deutsch müsste es ja passen, oder? Genau. Das gefällt dir ja hier sogar. Sollen wir mal gucken, was beschleunigt ein bisschen. Ob da ein Prozent drauf geht oder nicht. Geht drauf, genau. Dann müssen wir mal schauen, dass sie durchläuft mal. Und gucken, was rauskommt. Und der Mystical kommt, kriegen wir schon. Oh, der hat langes Leben. Sehe ich schon, sehe ich schon. Und schon haben wir die Enderbiene hier für unser Tutorium automatisiert. Und wenn wir die jetzt automatisieren, kriegen wir natürlich auch Enderperlen dadurch. Aus diesem Mystical kommt, können wir in diese Fuge immer ein Booster Dings raus und aus 5 kriegen wir so einen raus. Und aus 5. Das heißt, wir brauchen 5. Und 5 ist 25. 25 Mystical Comp ergibt eine Enderperle. Ist ja, ist eigentlich fast viel, aber rein theoretisch, wenn du da eine Farm aufbaust mit 20 von diesen Bienen, soll das eigentlich funktionieren. Jetzt mal gucken, wie lange die lebt überhaupt, wie viel die uns rausgibt, bis sie stirbt. Ich habe hier allerdings 6 Stück so. Ist ja gar nicht mal so wenig. Lifespan Modifier, achso, das sieht man jetzt oben. Produce Modifier 60. Da kann man natürlich auch noch einen Modifier hinzufügen. Hier. Produce Upgrade. Produce 20% mehr. Kostet auch mehr Energie, aber ist egal. Energy Evolution, irgendwas, Gedönse. Und was haben wir noch da? Das sehe ich. Genetik, irgendwas, das halt reinere Biene werden. Sind die Biome. Maximal installiert. Wo können wir von denen überhaupt? 8 Stück kann man da reinklatschen, okay? Wenn wir die aber sehen, wie sie einmal stirbt da. Wie viel sie uns bringt bei einmal Durchgang. 11 schon. Was hat denn das? Holzschale haben wir nicht. Da wollte ich, das wollte ich noch oft einmal züchten, die Biene. Da brauche ich ja dann noch ein paar Bienen, die ich dann vervielfältigen kann und so. Mit. Das läuft. Ist sie einmal gestorben? Genau. Einmal gestorben gibt es 12, das heißt zwei Durchgänge. Und das ist jetzt das Problem, was wir haben. Die hat jetzt das Dings nicht übernommen. Die hat jetzt wieder einen Effekt. Nee, doch, End. Das heißt, die ist noch nicht eine reine. Die ist eine reine. Oder nee, hat auch eine. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal die Biene durchlassen. Das muss man so ein bisschen machen. Ist blöd, aber ist so. Und die Biene durchlassen. Damit die sich das dann merkt, schön langsam, dass dass der Effekt kommt. Und dann musst du die da rein tun. Und die unten rein tun, dann nimmt er gleich die angepasste schon als nächstes. Müsste gekommen, passt. Perfekt. Hier haben wir noch Honeydrops. Dann gleich nur unser Dings rein tun, mal ein bisschen wieder. Wo waren die jetzt? 63, perfekt. Gut. Mehr gibt es jetzt nicht dazu zu sagen oder zu machen. Die Sachen müssen wir uns dann eh mal angucken. Da werde ich vielleicht offline schon aufbauen drin in unseren Häusern oder so. Mal gucken.
Also, macht's gut, bleibt dran. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.